Und schließlich sind wir doch ins Innere dieses Panzerfahrzeuges geraten und hier ist eine Wiederbegegnung, die ebenfalls wieder mal nicht im ursprünglichen Konzept vorgesehen war. Und ihr habt es sicherlich schon erraten, es handelt sich um das Treffen mit Toni, die sich mittlerweile ja bereits am Ende des zweiten Teils dem Widerstand angeschlossen hat. Hier entpuppt sie sich als der bereits vor der Türe angesprochene Major T. Es handelt sich um Toni. Das Wiedersehen erweist sich als tatsächlich gar nicht so leichte Sache für Rufus, denn Toni hat einen guten Therapeuten gefunden und ist plötzlich ganz ausgeglichen. Und man sollte vielleicht meinen eigentlich, dass das Rufus entgegenkommt, dass er sich darüber freut, dass Toni einmal nicht aus der Haut fährt, wenn sie mit ihm konfrontiert ist. Aber tatsächlich ist das ja nicht der Fall. Sag mal, Rufus, hast du so vielleicht auch irgendwie eine Neigung, eine gewisse zum Konflikt? Also ist es am Ende vielleicht gar nicht dein Ziel, einen Konflikt zu beenden und beizulegen? Das ist wie mit dem, wenn man auf eine Party geht, dann sollte man vorher was essen. Wenn man davon ausgehen kann, da gibt es vielleicht nur Kartoffelchips oder Reste von gestern oder so. Und so mache ich das mit Konflikten auch. Ich habe in meinem Leben mir ein paar Inseln geschaffen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, worin die bestehen. Dort reagiere ich mich sowas von ab. Und wenn ich dann wieder rauskomme aus der Klinik, habe ich darauf überhaupt keine Lust mehr und habe das auch nicht nötig. Und du hast davon, um es mal so auszudrücken, sehr profitiert, als wir hier wochenlang eingesperrt waren, um diese ganzen Sachen aufzunehmen. Das kannst du mir wirklich glauben. Habe ich zwar jetzt nicht ganz verstanden, aber was mich viel mehr interessiert, ist auch, sag mal, du isst also immer, bevor du auf eine Party gehst, und wie kommt es dann, dass du bei mir dann immer als erstes die ganzen Chips auffrisst, bevor überhaupt alle Gäste da sind? Ach, so ist das. Für dich bedeutet Party also mit dem Hemd von voriger Woche in der Ecke liegen und eine Chips. Ach, das waren Partys bei. Das konnte ich doch nicht wissen. Ja, hab's doch auf die Girlande draufgeschrieben. Oh Mann, das waren Partys! Du gehst jetzt zum Ursache, wo du weißt, dass Bambina jetzt weiß, dass du. Die sind ja vollkommen weggetreten. Und ach ja, Aufgabe. genau. Er kocht ja, wenn Bo so eine Freundin mit nach Hause bringt. Stimmt ja, so war das ja. Ich hab sie jetzt nach Hause gebracht. Muttermilch, oh Gott. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Was ist das nur für ein seltsames Ding? Hallo, ich bin Amtmann Argus, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Coole Mütze. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht? Ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut.
Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Nicht noch die Rede von, dass jemand seine Hormone nicht nimmt? Gucken wir mal in die Kanalisation. So, Klappstuhl mit... Mit diesem Plunder würde ich nicht meine Pappschachtel aufkriegen. Da brauche ich schon richtiges Werkzeug. So ist kein Rankommen. Ich könnte euch helfen... die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus. Nein, wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und mein akrobatisches Geschick. Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Hm. Mir ist da so eine Kleinigkeit eingefallen, aber ich glaube, du wirst selbst überlegen, ne? Ich kann es kaum erwarten, diesen Kuhfuß auszuprobieren. Aber nicht an meinen eigenen Sachen. Die brauche ich doch noch, um Gutes zu tun. Lotti hat ihre Hormone. Vielleicht hatte der Wahrsager. Moostherapeutische Schucks der kommende. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Schick, die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. So schön.
Dies hier ist ein Schrieb von den heiligen drei Bären. Mama Bär, Papa Bär und Ninja Dress Bär. Was schreiben sie? Sie schreiben, sei nicht so neugierig, du Pflaume. Ich mag es, ihn so ein bisschen zu ärgern. Schick, wir würden Gold bestimmt auch gut stehen. So, mal gucken. Kann ich ihn vielleicht zu ihm werfen? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Es stimmt wohl, was man sagt. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Schick, wir würden... Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ich brauche einen Strick. Ja, vielleicht brauchst du ein Rezept. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle... Es stimmt wohl, ich behalte die... Für das Rezept brauche ich noch zwei. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Bilder. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also... Was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen... Warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Sehr schade. Ja, genau das ist das Problem. Ich brauche noch zwei Bilder, die ich Boso zeigen kann, woraus der dann mir... die Reaktion sagt, die ich brauche. Aber wie kriege ich das Teufelsbild und Elysium? Ich habe vielleicht noch eine Idee. Ich erinnere mich nicht mehr. Eventuell konnte ich mit dem Klappstuhl das Ding... Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und eine profunde Kenntnis der geheimnisvollen Gesetze der Hebelwirkung. Du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen wirst von deines nächsten Hande. Hast du schon irgendwas mit dem Fernseher machen können? Hierfür und du solltest...
Ah, mein Zweich nach der... Hierfür? Und? Du solltest... Wie kann ich ihn halten? Das hilft mir alles nichts. Hey, hey! Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Und was? Frage ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Also viel zu kalt und viel zu dunkel. Ich meine, was ich gegen die Kälte tun kann, weiß ich ja. Aber da muss ich erstmal an den Heizstrahler ran. Hallo nochmal, Ich muss gehen. Aber es war doch gerade... Moment, ist das Wasser hier gerade? Wie gesagt... Gott zum... Könntet ihr... Aber Herr... Schon klar. Meine Idee mit der Brücke, durch die Liegestuhl eine Brücke zu bauen, ist es mir... Aber will er auch nicht machen. Echt. Klopf, klopf? Macht nicht mehr auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Mit solchen Typen kennen... Irisch. Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten! Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Ist das vielleicht die Fun-Texte? Weiß nicht. Aber gerade hat es Ping gemacht, ein Hinweis anscheinend. So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pub. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht Leine lassen. Nicht Leine lassen, nicht Leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los, haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder sie bringen uns richtig zu Bett, oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Hier ist doch viel... Hier ist doch viel Platz. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein?
Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden von so einem...